lieber Krebs, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate August und September. Wir haben ja einmal die Karte Hausputz, da werde ich gleich mehr zu sagen, sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot. Die lege ich auch erstmal komplett aus, sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Und wenn wir alles liegen haben, dann komme ich in die Deutung und kläre auch die ein oder andere Karte noch mit dem Lenormand. Zum Abschluss der Legung ziehe ich noch drei Karten zwischen dir und deinem Karten für die Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine momentane Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber in eurer Beziehung. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich dann in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, gucke, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen und noch einige mehr und alle Decks, die ich hier benutze, aufgelistet. So, jetzt fangen wir an. Du guckst, dass du dich innerlich gut in dich zurückfallen lässt und dich innerlich zurücklehnen kannst, damit du das hier gut auf dich wirken lassen kannst, denn du musst natürlich gucken, ist es deins oder auch nicht. Die Karte Hausputz von der Grundbedeutung her dreht sich das um irgendwie Aufräumen, hat meistens aber eher eine emotionale Komponente natürlich hier, aber das kann natürlich sich auch dann auf einen tatsächlichen Hausputz auswirken. Ich habe das Gefühl, ich habe da ein ganz bestimmtes Gefühl hinter. Ich muss es einmal aber auch in die richtigen Worte packen. Ich habe das Gefühl, dass du so eine Situation richtig verstanden hast und auf etwas Bestimmtes auch richtig, ich sag's mal mehr umgangssprachlich, keinen Bock mehr hast. Und dass du sagst, also hier ist jetzt auch einfach irgendwie Feierabend. Es muss jetzt nicht gleich ein Schlussstrich mit deinem Gegenüber sein oder whatever, aber hier ist irgendwie, irgendein Zug ist abgefahren. Das ist mein Gefühl. Und das ist auch okay. Das wird was gewesen sein, das lange in dir gearbeitet hat und wo du jetzt sagen kannst, so jetzt wirklich gut, ne? Also jetzt ist ja auch, jetzt ist also der Ofen irgendwie aus. Gut, die Hauptenergie, der König der Münzen. Der König der Münzen kann für dich stehen, kann aber auch für wen anders stehen. Eine Person, die auch gut mit den äußeren Dingen verbunden ist. Dann kommen wir jetzt in die obere Reihe. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die präsente Entwicklung in der mittleren Reihe und die potenziell zukünftige Entwicklung in der unteren Reihe beruht. Die 5 der Kelche, für Trauer können die ganz klasse stehen oder für eben den Blick auf etwas haben, was energetisch eigentlich ausgedient hat und nicht mehr erfüllend ist, dabei das Erfüllende im Leben vielleicht nicht so richtig erkennen können. Dann haben wir den Buben der Schwerter für auf die reflexive Ebene gehen, sich die Dinge etwas innerlich aus der Distanz angucken können oder aber auch mal lernen. Dann haben wir das Rad des Schicksals, das sich weiterdrehen möchte, wo andere Zahnräder des Lebens quasi ineinander greifen möchten. Die Königin der Kelche, erste Karte der präsenten Reihe, kann deine Energie sein, muss aber nicht. Die Königin der Kelche, eine, die sowohl in sich als auch nach außen hin gut fließen lassen kann. Die 10 der Kelche für eine erfüllte Beziehung mit wem anders und für eine erfüllte Beziehung, ich sage es immer ganz wichtig nochmal dazu, muss ich natürlich die Fülle in mir selber zulassen können. Ne? Das heißt, wenn ich das kann, kann ich die Beziehung führen. Hier haben wir erstmal potenziell eine erfüllte Beziehung, aber wir werden sehen, welche Energie dann letztendlich hintersteckt, hinter der Karte. Dann haben wir die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung, das Ass der Schwerter für eine Entscheidung oder auch Klarheit im Kopf. Dann haben oder rationales Vorgehen. Dann haben wir die Sonne für Durchbruch, für Erfolg und die 9 der Münzen für ein gutes in den eigenen Werten, im eigenen Selbstwert stehen. So, dann gucken wir mal. Der König der Münzen. Die Hauptenergie und dann
gehen wir Reihe für Reihe durch. Ich spüre mich mal rein. Der König der Münzen ist deine Energie und du bist sehr im Reinen mit dem, was du im Außen auch haben willst. Das ist mein Gefühl. Das heißt nicht, dass du Dinge im Außen nichts Eigenes belässt und dass das alles nach deinen Vorstellungen laufen muss. Das ist gar nichts. Für mich ein sehr gesunder König der Münzen. Es gibt Dinge, die will ich im Leben haben und es gibt Dinge oder Verhaltensweisen, die will ich nicht um mich rum haben und ich möchte das auch nicht mehr haben. Es ist so ein bisschen eine vehemente Energie wie bei der Hausputzenergie, Hausputzkarte. Da möchtest du irgendwas nicht mehr. Dafür bist du aber für was anderes dann wieder sehr offen. Ne? Also du weißt, was du möchtest und ich glaube, das kannst du so auch gut in dein Leben holen, weil du innerlich energetisch da auch ausgerichtet bist. Ne? Ich kann ja immer viel wollen, wenn ich das innerlich aber gar nicht verkörpere, wie soll es denn dann kommen? Ne? Es geht ja eher darum, was bin ich, das habe ich im Außen und weniger, was wünsche ich mir, das habe ich im Außen. Ne? Ich kann, wenn ich mit einem Wunsch sehr energetisch verbunden bin und sehr mein System mit diesem Wunsch verbunden ist, dann kann sich das im Außen auch manifestieren und entwickeln. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und wegen deiner Ausrichtung kann das im Außen auch einfach kommen. Das ist mein Gefühl. Hier haben wir die, wie dann auch immer, ne? Das musst du offen lassen, aber vom Prinzip her hast du ja Klarheit. Die Störche für die positiven Entwicklungen und das Kind für Neubeginn, inneren Kindanteil oder auch ein echtes Kind. Ja, und das Kind ist für mich auch, hat wieder eine sehr starke Energie, von dem du weißt, was du möchtest. Du fühlst, was du möchtest. Das ist auch das, was neu kommen kann, was du dir auch wünschst, wo du zu anderen Sachen auch sagst, also du jetzt nicht mehr, aber du da hinten schon. Und das ist mit den Störchen, ist es die tragende Entwicklung dahin, zu diesen Dingen. So. Dann kommen wir in die obere Ebene, die Entwicklung aus der Vergangenheit, die Fünf der Kelche, der Bube der Schwerter und das Rad des Schicksals. Mit den Fünf der Kelchen gibt es auf jeden Fall eine Situation, die nicht so erfüllend ist oder gewesen ist. Und ich wollte jetzt schon was zum Buben der Schwerter sagen, aber ziehe nochmal zwei Karten dazu. Vielleicht bekommen wir das inhaltlich noch etwas differenzierter. Wir haben hier das Buch für ein Kapitel, was geschlossen wird oder ein anderes, was geöffnet wird. Oder wir gucken mal, auch was Wissen oder was Verborgenes kann das sein. Und dann haben wir den Turm für eine Abgrenzung oder auch einen Rückzug. Das Buch Ich habe das Gefühl, das Buch ist etwas, wo sehr, sehr viele Wünsche drin waren und Vorstellungen. Was aber mit einer anderen Person so nicht ging. Und ich habe das Gefühl, es ging auch nicht, weil das gegebenenfalls eher deins war, was du aus irgendwelchen Gründen wolltest, aber nicht so nicht so auf wen anders gepasst hat. Da war die Realität war irgendwie eine andere als das, was du dir gewünscht warst. Und den Turm nehme ich irgendwie sehr hart war. Das ist für mich eine harte Grenze. Da ging es auch einfach nicht weiter. Da bist du nicht weitergekommen. Da ging es auch mit euch nicht weiter oder wie auch immer. Aber hier ging es so auf eine bestimmte Art und Weise ging es nicht weiter.
Und jetzt kommen wir zum Buben der Schwerter. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du dich mit dem Buben der Schwerter von der Situation schon abgewendet hast. Und dass du hier sehr, sehr viel verstanden hast, dass du auch die Karte ist sehr ähnlich dem Eremiten, sehr in dich gegangen bist, in dir die Antworten auf Fragen bekommen hast, in dir sehr viele Antworten bekommen hast und dich ganz in eine autonome Richtung, in Autonomie zu der Situation oder Person, die hier mit verbunden ist mit dieser ersten Position, dich da entwickelt hast. Das war für dich, das muss nicht sein, dass du diese Person aus deinem Leben rausgeschmissen hast, aber da musste irgendwas gerade gerückt werden. Das ist mein Gefühl. Und da bist du hier, bist du da schon sehr, sehr stark bei. So. Dann haben wir die nächste Position mit dem Rad des Schicksals. Du hast erkannt, was in dein Leben wirklich gehört und was in dein Leben wirklich passt. Das ist mein Gefühl mit dem Rad des Schicksals. Du hast unfassbare Klarheit über dich bekommen. Raus aus einem irgendwie im inneren Mangel auch sein. Das klappt immer alles nicht. Das war irgendwie schwierig. Das war auch vielleicht ein bisschen lähmend oder energieziehend. Und da bist du raus und du bist irgendwie Herr oder Frau deiner selbst geworden. Und das heißt nicht, dass du es vorher nicht warst. Du bestehst ja aus vielen Aspekten, aber wir haben hier so ein ja, Aspekte-Set, wo du wieder in diesen Zustand gekommen bist. Ne? Zieh mal zum Rat des Schicksals auch nochmal zwei Karten. Die Schlange für so Verwicklungen, Verstrickungen, nicht. So, das war einmal mein Sohn. Also, die Schlange für ein unfrei, sich unfrei fühlen, verwickelt, irgendwie verstrickt sein. Und die Sonne für Durchbruch, für Erfolg. Und das ist dieser Durchbruch, was ich hier schon gesagt habe, diese Autonomie auch, ne, die sich eingestellt hat, das ist dieser Durchbruch, dieser Muster, wo du eben eher so ein bisschen verhakelt und nicht ganz frei warst, was wir in dieser ersten Position haben. Genau, da habe ich eben schon zugesagt. Jetzt kommen wir hier in die mittlere Reihe, die präsente Reihe, die Königin der Kelche, doch die Königin der Kelche, der König der Münzen. Und die 10 der Kelche. Die Königin der Kelche. Ist auch deine Energie. Ist deine Energie. Du bist bereit, und hier auch wieder, du bist bereit, fließen zu lassen. Aber, und das ist ja absolut legitim, dahin, wo du es fließen lassen möchtest. Du musst nicht mit jedem in Kontakt gehen, du musst nicht mit einem in Kontakt kommen, sondern du sagst ja ganz klar zu bestimmten Sachen, das will ich jetzt hier wirklich also gar nicht mehr haben. Ne? Und mit der Königin der Kelche kannst du differenzieren und kannst sagen, in die und die Richtung gerne, in die andere Richtung nicht so gerne. Ne? Das haben wir hier mit drin. König der Münzen, hatte ich schon gesagt, ist auch deine Energie. Das ist dieses dann auch einfach wirklich wissen, was man haben möchte und was man nicht haben möchte und das auch vor allen Dingen spüren, wichtig, ne? Spüren, nur wissen reicht nicht. Und dann haben wir die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist irgendwie das, was sich dann aus so einer Beziehung auch entwickeln kann, in der man gut bei sich ist und gut erfüllt ist. Wir haben hier die Routen für Prozesse, für Auseinandersetzungen mit etwas. Und dann haben wir die Sense für unterschiedlich ist. Ich gucke mal. Ja, und mit den Routen ist es auch wieder das Thema Entwicklung. Irgendwas ist hier in der Beziehung, die du dir wünschst oder die du hast oder eingehst oder wie auch immer, oder auch wenn ihr nicht lange keinen Kontakt habt, aber die du innerlich führst. Das ist eine
Das sind Dinge, die sich da entwickeln, die sich auch entwickeln wollen und die auch mit der Sense den Raum kriegen. Den gibst du. Und da ist eine Zielgerichtetheit in der Beziehung nicht so schlimm. Ne, es ist so, jeder führt Beziehungen anders und viele Beziehungen sind unterschiedlich und alle haben eine gesunde Grundlage. Manche nicht, manche ja, aber auch. Es gibt nicht nur die eine gesunde Form der Beziehung, sondern unterschiedliche. Manche machen das alles sehr eher vage und haben einen inneren Kern, der so zu einem ist. Und manche sagen, nee, da muss schon irgendwie eine gewisse Entwicklung sein. Ich habe das Gefühl, bei dir ist so eine Zielgerichtetheit einfach gerade sehr früchtetragend. So dein Wunsch, das, was du innerlich auch verkörperst, das muss schon mit in die Beziehung rein und sich die Beziehung auf der Grundlage weiterentwickeln lassen. Das Ass der Schwerter, die Sonne und die Neun der Münzen. Also ist für mich wieder die klare Aufstellung. Vielmehr muss ich sagen, Neues nehme ich da jetzt gerade nicht so richtig wahr. Mit dem Anker auch ein klares Ja zu einer Situation, ein klares, da bin ich richtig, kann aber auch mal ein Zustand sein, wo man nicht so richtig ist. Und den Park, werden wir aber sehen, den Park für Freunde, Verwandte, Bekannte, das Umfeld oder auch einen konkreten Kontakt. Nee, mit dem Anker ist man schon sehr klar richtig da, wo man ist, aber ich habe das Gefühl, es ist auch sehr von Emotionen getragen, von Liebe getragen. Der Anker, der ist, manchmal fühlt er sich sehr starr und sehr fest an, auch nicht unbedingt negativ, aber da ist das da, das ist hier alles ein bisschen fluffiger, aber schon richtig da, wo er ist. Und mit dem Park haben wir wieder die Ausrichtung in dem Ganzen. Ich jetzt eben schon so viel zu gesagt, dass eigentlich ist es das quasi nochmal, das ist ein, du hast schon sehr klar, was du möchtest und da lässt du dich auch nieder und da lässt du dich auch im Kontakt nieder. Ne? Ich gucke nochmal kurz. Nee, es ist das. Das ist das nochmal. Ne? Es ist so viele kleine Schritte oder auch große Schritte in dieses wirklich, auch habe ich das Gefühl, nicht mehr aus der Bahn geworfen werden können. Die Sonne. Die Sonne. Und mit der Sonne habe ich das Gefühl, hier geht es ja darum, dass dieses zu wissen, was man im Außen haben möchte oder zu spüren. Und ich habe das Gefühl, mit der Sonne gibt es dann auch für dich diese Durchbrüche, dass du merkst, das, was du dir wünschst, hast du selber immer, immer weiter mit in dein Umfeld getragen und es trägt da auch Früchte. Das macht was wirklich mit deinem Außen. Das ist nicht einfach nur so ein Wunsch und das war's dann und entwickelt sich nichts, sondern es trägt wirklich Früchte im Außen. Und du merkst, wie du es irgendwie in der Hand hast, dein Umfeld auch zu manifestieren, strukturieren, wie auch immer, durch deine eigene innere Ausrichtung. Ne? Und durch auch bestimmte Schritte, die man in der Welt dann auch gehen muss, ne? Ganz menschlich, aber was das macht. Die Neun der Münzen. Mit den Neun der Münzen ist irgendwie ein sich öffnen. Also die Neun der Münzen drehen sich ja darum, dass man gut mit sich verbunden ist. Und ich habe das Gefühl, dass du hier sehr dich sehr wohlfühlst an dem Ort, wo du bist. Also auch in dem Umfeld, wo du bist, dass du dich gut annehmen kannst und auch die anderen gut annehmen kannst.
Du willst dann, hast da keine Erwartungen oder eigenen Erwartungen, ungestillte Bedürfnisse, die du auf Teufel komm raus im Außen, aus dem Außen irgendwie befriedigt haben möchtest, sondern du kannst für dich gut stehen, du kannst es außen gut stehen lassen. Du kannst für dich gut stehen, du kannst deinen Partner oder deinen Wunschpartner gut stehen lassen und beide wertschätzend erkennen. Ja? So, mein lieber Krebs, eine Karte. Noch zwei Karten zu deinem Prozess. Die erste Karte aus dem Aspekte-Kartenset. Und da haben wir den Aspekt Selbstwert. Der ist jetzt wichtig für dich. Die Karte, so wie die, die jetzt kommt, lese ich nur vor. Und du guckst dann, warum die für dich kommt und spürst mal nach, ja, was das mit dir macht. Die nächste Karte aus dem Deck Heile dein inneres Kind. Da haben wir mein inneres Kind strahlt Schönheit aus. Das Leben ist schön, wenn ich es nicht bewerte, manipuliere und es einfach fließen lasse. Alles fließt zu mir, was zu mir gehört. Was nicht für mich bestimmt ist, fließt an mir vorbei. Ich hinterfrage nicht, was mir widerfährt, sondern bin mir stets bewusst, dass jede Situation für mich bestimmt ist. Alles, was geschieht, ist meine Entsprechung. Nur wer das Leben mit dem Herzen sieht, wird seine Schönheit entdecken. So, haben wir noch drei Karten zu eurer Beziehung. Einmal deine momentane Beziehungsenergie, das Ass der Kelche, Chance auf einen emotionalen Neustart, emotionalen Neubeginn quasi. Zwischen euch die zwei der Schwerter, einen nicht ganz klar gucken können, Zweifel haben vielleicht auch mal oder wie auch immer. Und dann haben wir den Narren für sich bei deinem Gegenüber. Von etwas Altem gelöst haben, etwas Neues noch nicht angefangen haben. Das können auch einfach emotionale Muster sein und in so einer Art Niemandsland sein. Ich gucke mal. Ja, das Ass der Kelche, das wieder sehr stark deine innere Ausrichtung dabei, deine Klarheit, dein Fokus, den du spürst und den du auch in die Beziehung mit reinträgst. Die zwei der Schwerter ist für mich so ein vorübergehender Zustand, weil sich gerade einfach Dinge ändern. Hier ändern sich Dinge und deswegen sieht man gerade nicht ganz klar, vielleicht was mit dem anderen ist oder warte nochmal. Ja, was mit dem anderen ist und ist aber kein schlimmer Zustand. Ne? Die zwei der Schwerter haben manchmal auch sowas. Sehr so emotional schwierig ist, das nehme ich jetzt eigentlich nicht so wahr, sondern es ist einfach alles irgendwie anders und wir müssen uns auch neu finden. Und dann habe ich den Narren für dein Gegenüber gezogen. Die Karte gucke ich mir in der weiterführenden Legung an. Lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns gleich wiedersehen und wenn nicht gleich, dann hoffentlich bald. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Das unterstützt den Kanal immer sehr. Also, meine Lieben, dann bis gleich oder bald.